Guten Tag, ein fröhliches Hallo aus dem Zoo Hannover. Ich will euch ganz kurz einen Geocache hier vorstellen. Der ist hier hinter diesem wunderschönen Holzelefanten. Um ihn aber aufzubekommen, brauche ich eine Zahl, die sich hier aus einer dieser Spendentafeln ergibt. Kein großes, schwieriges Rätsel. Aber jetzt gehen wir mal nach hinten und schauen uns den Cache mal an. So. Da ist er, das ganze Ding ist der Geocache und hier ist ein Zahlenschloss dran und mit den gerade vorne ermittelten Zahlen kriege ich den auf. Das machen wir erstmal. So, Schloss ist geöffnet. Jetzt mache ich den Kasten auf und sehe ein wunderschönes Zoo-Diorama und höre auch Oscar! Geräusche. Oscar! Und der Cache wird hier auch gerade beobachtet. Hi! Herzlich willkommen so. Bei dem offiziellen Geocache des Erlebnisses. Cool, ne? Durch kurzes Drücken eines Knopfes wird jeweils ein Tiergeräusch wiedergegeben. Wir gucken uns gerade den Geocache an. Hier. Geocache zu sehen sind. Hier ist der Wasserfall. Drücke die dazugehörigen Knöpfe gleichzeitig, um ein geheimes Fach mit dem Knopf zu öffnen. Was? So, die externen Besucher sind wieder weg. Können wir wieder das. Also hier, es geht darum, natürlich ans Logbuch zu kommen und dazu muss ich identifizieren, welche Geräusche hier zu hören sind und welche Tiere, welchen Tieren hier zuzuordnen sind. Also die Schublade hier ist zu und ich muss sie durch Drücken der richtigen Knöpfe entriegeln. Welche Knöpfe das sind, zeige ich euch jetzt nicht im Video. Hat aber geklappt, dadurch kriege ich sie auf. Und komme hier ans Logbuch ran. So, das Ganze wieder zumachen. Das Coole an dem Cache ist, hier in der Nähe gibt es noch eine ziemlich coole Coin. Die ist limitiert. Die gibt es da vorne im Shop. Und es gibt einen Bonus-Cache zu diesem Cache. Den Mystery, den kann ich auch loggen. Dazu muss ich allerdings entweder ein recht umfangreiches Online-Rätsel lösen oder eine Tour machen durch den Zoo, wo ich noch 9 verschiedene kreative Geocaches zu finden habe. Das ist der Cache, der Geo-Zoo-Cache.